bisschen, wie geht's heute weiter? Ja, war so, lala. Eigentlich lief gestern echt sehr viel schief, oder? Hatte einfach nicht besonders viel Glück, also war alles ein bisschen gegen mich. Aber im Endeffekt waren nur 10 Kilometer oder so verloren, also auf manche natürlich mehr. Aber ja, im Endeffekt ist noch alles drin. Also, es ist so der allererste Tag und das Rennen ist lang. Und heute geht es weiter, dass das Wetterbericht sich verbessert hat. Es scheint auch ein guter Flugtag oder halbwegs gut zu sein, aufzuschauen. Und den Versuch zu nutzen. Was ist der nächste Zielpunkt? Wie weit soll es heute gehen? Auf so Grundecklad meinst du erstmal. 1300 Höhenmeter und dann gleiten wir Richtung Kleinaal ab. Wird wahrscheinlich nicht ganz reichen bis dorthin. Müssen noch 2 Kilometer oder so laufen. Und dann laufen wir da wieder hoch. Auf dem Grat nochmal 1000. Hoffen dann, dass wir von dort aus fliegen können. Und dann Kitzbühel, Markwürzstein. Schauen wir mal. Kitzbühel abgehakt. Wie war der weitere Flug? Wie geht's weiter? Ach, ja, war anstrengend. Heute richtig beschissen angefangen eigentlich auch wieder. Also rein so körperlich und geistig echter Boden gewesen irgendwie. Ja, Flug war anstrengend. Jetzt sicher kein Selbstläufer oben. War immer auf 3,6. Da hat so viel Wind gehabt, dass ich kaum vorwärts kam. Da war ich wie in so einer halben Welle da drin. Kam weder vorwärts noch runter. Und ja, dann halt da in diesem Saalfeldener Tal hinten. Ich weiß nicht, ob es scheiße war, aber auf jeden Fall bin ich ein bisschen abgedriftet auf die Nordseite. Ich glaube im Endeffekt, dass Jael's Route besser war und musste dann wieder ein bisschen hochhiken, aber immerhin habe ich es geschafft, jetzt dann am Kitzsteinhorn direkt reinzulanden und jetzt noch hier ein bisschen rausfliegen. Schade, dass wir es nicht geschafft haben, nochmal da Wilden Kaiser. Das wäre sehr wichtig gewesen, aber... Ja, war mal einfach ein bisschen zu spät dran. Jetzt wird zu dritte Thomas Friedrich da vorne gelandet und Tomo Kukunee, der kuppelt da noch im Wind rum, was wahrscheinlich nicht viel bringt.
Ja, und jetzt laufen wir leider, werden wir wahrscheinlich morgen, also wenn wir heute nicht den Turnpoint laufend erreichen. Das heißt, wir müssen, haben, hat den Vorteil, dass wir es ein bisschen entspannter haben, weil wir morgen eh fliegen müssen und wahrscheinlich mit dem Südwind kein Problem ist, da raus zu schießen. Und das ist dann eigentlich jetzt sehr entscheidend, wo man startet. Also ich glaube, mein Ziel ist es noch Kössen zu durchqueren. Also heute Morgen früh, dass man diese Querung sich spart und dann die letzten paar Meter irgendwie Richtung Wegpunkt fliegen. Ja, und dann halt weiter.